Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, die Loot-Hut ist da. Diesen Monat mal ein bisschen pünktlicher als sonst. Die sollte ja eigentlich auch mal so gegen 16. losgeschickt werden. Die letzten Monate kamen sie immer so um den 22., 23. rum. Heute haben wir den 19., also einen Tick früher. Freut mich natürlich sehr. Und dann wollen wir mal gucken, was da drin ist. Hier ist was drin von Doctor Who. Serie 1. Ja, das ist wohl so ein Pappaufsteller, eine Pappfigur, die kann man dann zusammenbauen. Ja, gut, okay. Kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Ich sehe gerne Dr. Who. Ich weiß aber erstens nicht, welche Figur das ist. Und zweitens, Pappfiguren, naja gut, die sammle ich nicht. Ich sammle eher diese Funko-Pop-Figuren, wisst ihr ja auch. Wollen wir mal gucken, was da noch drin ist. Was haben wir hier? Das sieht ganz nach einem Gremlins aus. Ja, steht da auch. Ich weiß bloß noch nicht, was das sein soll. Ich gucke mal ganz schnell, wenn ich es aufkriege. Ich weiß jetzt schon wieder mal nicht, wo ich mein Messer hingelegt habe. Das lege ich mal auf die eine Seite, mal auf die andere Seite. Ich müsste mir jetzt mal angewöhnen, immer auf dieselbe Seite zu legen, dann kann man es auch sehen. Ja, das kann man hier so anhängen. Das ist also, ja, eine Figur aus Leder. Gremlins habe ich immer früher gerne geguckt. Ja, das kann mir an die Garderobe hängen, so als Deko. Doch, kann man machen. Warum nicht? Ups, da war die Rechnung. Ja, diese Figur habe ich schon bei jemand anders gesehen. Das ist Jason. Vom Freitag der 13. Ich finde diese Figur jetzt gar nicht so hässlich, muss ich sagen. Ich werde sie jetzt nicht auspacken. Vielleicht mache ich dazu ein Unboxing, aber ich glaube eher nicht, weil ich mache eigentlich nur von Funko Pop Figuren. Aber ich finde sie gar nicht so hässlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die wird auch hier irgendwo bei mir aufgestellt werden. Also die ist schon mal sehr schön. Ich habe ja ein anderes Video gesehen, da war noch eine andere Figur drin. Ich hoffe bloß, dass ich diese Figur hier nicht drin habe. Nee, ich habe die Figur nicht drin. Wahrscheinlich habe ich dafür das Gremlins drin. Da bin ich sehr dankbar für. Ja, hier ist ein Transformers. Auch eine Figur zum Zusammenbauen. Ja, mache ich jetzt nicht. Erstens bin ich ganz schlecht in so Sachen aufbauen. Und zweitens, Transformers haben mich als Kind interessiert. Das ist, ja. Ich werde dieses Jahr 40, das ist also mindestens 25 Jahre her, wenn nicht noch länger. Und ja gut, aber vielleicht finde ich da jemand, der auf Transformer steht. Dann haben wir auch nur noch das Lootbook und das T-Shirt. Ich habe doch noch ein T-Shirt. Ich war ja so enttäuscht, dass in der Loot Chest kein T-Shirt drin war und jetzt habe ich doch noch ein T-Shirt, The Overlock Hotel. Sidewinder, Colorado. Ja, ich habe keine Ahnung, von was das sein soll. Aber ich weiß ja, diesen Monat hat Loot-Hut endlich ein Lootbook dazu getan. Und da können wir ja gerne mal nachlesen, weil die letzten Monate war das immer nicht möglich, weil sie kein Lootbook hatten. Und da haben viele bestimmt geschrieben, ey, wir hätten gerne Lootbook, wo auch drinne steht, was drinne ist, was drinne hätte drin sein können und die Preise halt, ne? Und ja, Overlook Hotel, gut, okay. Ihr wisst es bestimmt, was Overlook Hotel ist. Könnt ihr von Shining, ah, von Shining, okay. Gut. Shining ist doch die Serie. Okay, also das kostet 19,90. Drinne hätte sein können auch noch diese anderen T-Shirts und die Maske Frankenstein. Es hätte auch noch ein Funko Catbug Pocket Pop drin sein können. Ne, also hier könnt ihr auch sehen, was hätte drin sein können. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor. Ich halte es einfach mal so in die Kamera.
Ja, die oben, die DC-Comic-Holzfigur, habe ich gemeint, die war in dem anderen Unboxing, was ich gestern schon gesehen habe. Und ich finde die ultra hässlich. Also hätte ich die hier drinnen gehabt, dann hätte ich alles geglaubt. Gut, die Funko-Pop-Figur hätte ich auch nicht gewusst, welche das ist. Aber diese Jason-Fulls, also diese Jason-Figur ist schon ziemlich gut. Ja, Gutscheincode 5%. September 16 LB. Individuell looten. Ab 12,90 Euro. Lootut. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, alles durch. Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Figur. Lootut hat angekündigt, mehr Lizenzprodukte reinzupacken, anstatt dieses ganze Füllmaterial. Füllmaterial sind die Dinger, die hier sowas hier zum Beispiel wie von Dr. Who, obwohl das auch ein Lizenzprodukt ist vom BBC, also das ist wirklich lizenziert, darf man gar nicht meinen, aber es ist auch ein Lizenzprodukt, aber sowas in der Art sind auch immer Füllprodukte, um halt ein paar hochwertige Sachen reinzutun und dann, ich finde, sie sind auf einem guten Weg. Ich habe jetzt, glaube ich, noch, ich glaube, das ist die dritte Box, ich glaube, ich habe noch drei Boxen über, die ich noch kriege. Und da mache ich ein Fazit, wie mir die Lootut bis jetzt gefallen hat. Und wenn sie mir bis, wenn sie sich echt noch Mühe geben und wirklich noch was reinhauen, dann werde ich wahrscheinlich verlängern mein Abo. Wenn nicht, werde ich erstmal pausieren und dann gucken, wie sich das weiterentwickelt mit Lootut und dann eventuell zum späteren Zeitpunkt nochmal bestellen. Die ersten drei Boxen waren Anfänger halt, ne? Also nicht so die Boxen, die man sich so gewünscht hat. Da war viel, viel Kleinkram drin, viel, viel also Kram mit keinen Lizenzen und das, darauf stehen die Geeks und Nerds einfach nicht. Wir wollen schöne Sachen, Qualität sollen die Sachen haben, also eine gute Qualität. Und dann dürfen da auch gerne mal anstatt 6 Items nur 5 Items drin sein, wenn die aber wirklich vom Wert her besser sind. Ihr seid auf einem guten Weg, Lootut. Ich bin von dieser Box das erste Mal mittelmäßig begeistert. Die anderen fand ich echt schrecklich. Diese Box ist einigermaßen gut. Macht weiter so und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst einen Daumen nach unten da. Ich freue mich auch über Kommentare. Wenn ihr was habt zu den einzelnen Produkten, dürft ihr gerne unten reinschreiben. Wenn ihr es noch nicht habt und gerne möchtet, würde ich mich über ein Abo freuen, na ganz klarer Fall. Und wichtig ist immer, wenn ihr das Video schaut, lasst doch immer gerne einen Daumen da. Sei es nach oben, nach unten, aber das hilft uns YouTuber ganz, ganz doll. Denn somit können wir sehen, hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen, müssen wir was anders machen. Gerne auch mit Kommentar, weil dann kann ich darauf eingehen und sagen, okay, da habt ihr recht oder okay, ist Geschmackssache, na, ihr wisst Bescheid. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis zum nächsten Mal und tschüss.